Hallöle und herzlich willkommen zu Factorio 15, Folge 15 oder so. Wie ihr sehen könnt, ich hatte ein bisschen Langeweile und während hier die Bänder gelaufen sind, habe ich mal eben ein bisschen was geändert und habe hier schon mal diese fünf Öfen, die wir schon gecraftet hatten, eingesetzt, weil ja jetzt unsere Stromversorgung eigentlich halbwegs gewappnet ist. Aber wir sehen, die holen sich schon fast ein, ja, was ist das dann, Megawatt oder was? Weg. Nee, mega, mega, mega. Megawatt. Oder wie auch immer weg. Deshalb müssen wir an der Stelle natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen was für. Ich weiß nicht, was jetzt wirklich unsere Solarzellen überhaupt so zu leisten vermögen. Ja. Da ist schon gut, dass wir unser Kraftwerk haben, was ganz schön pumpen kann. Aber wir brauchen auch scheinbar nachts. Wir haben ja jetzt nachts im Moment und ja, wir forschen gerade nicht. Das ist auch nicht ganz fair. Wir müssen forschen. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Und das Schöne ist, das ist auch noch echt billig. Also forscht das, Junge. Was dürfen wir jetzt eigentlich schon? Muss mal eben so ein. Dürfen wir schon diese Türmchen? Nee, nee, die sind da auch noch nicht drin. Die sind. Sind die dann. Ja, die sind hier drin. Ja, die Roboport. Aber wisst ihr, was wir brauchen werden? Wir brauchen die hier. Und das bedeutet, wir brauchen das hier. Also bauen wir uns eine Chemiefabrik. Davon können wir noch genügend bauen. Gehen erstmal nach oben, gucken uns die Lage an. Röhrchen haben wir, ne? Ja gut, die normalen jetzt, aber die craftest du auch in einer Sekunde. Ist nicht so schlimm. Gehen wir mal eben da gucken. Ist auch wieder die Frage, ob man sich das Öl nach unten ziehen sollte oder die Produktion oben hinlegen. Ich denke, ich werde die Produktion eher nach oben legen in dem Fall. So, wir brauchen schweres Öl und das holen wir uns dann hier so direkt weg, würde ich sagen. Weil es da ist. Lass mal eben gucken. Ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt einfach nur mal sagen würden. Wir würden nur mal sagen. Was würde passieren? Das sieht gut aus. Das kaufe ich. Gekauft. Ja, so. Wasser. So. Brauchen wir so eine. Ach, wir haben da noch eine. Mensch. Und. Ja, aber nachher vielleicht, man weiß nicht, wie das mit den Roboports ist, welche Reichweiten die haben und so ein Scheiß. Setzen wir lieber weiter nach unten. Ich spiele hier schon wieder mit den Reichweiten der Roboports. Was habe ich gesagt hier? Stell die Dinger her. Weil ich glaube, für die haben wir ja noch gar keine Maschinerie gebaut, ne? Ob wir die dann vielleicht auch direkt hier oben machen? Ist eine gute Frage. Gib mir ein von denen da oder gib mir gleich so ein paar in der Sicherheit. So. Und jetzt könnte er die Teilchen erstmal in eine dementsprechende Kiste packen. Ich weiß ja noch nicht, wo so stehen sollte am Ende. Deshalb klatsche ich die jetzt einfach mal hier hin. Oh, mit einem schnellen Klickarm, Chrisse. Einen schnellen Klickarm. Nee, Chrisse nicht. Sehe ich überhaupt nicht ein. Überhaupt nicht sehe ich das ein. So. Ja, jetzt fragst du dich, wo die anderen Klamotten her, Chris, ne? Aber Öl hast du, oder? Oder Schmiermittel. Man hat mich belehrt in den Kommentaren, dass das übersetzt so viel heißt wie Schmiermittel.
Weiß Bescheid. So, pass mal auf, die hier, ne? Ist irgendwie so, hatte ich die nicht schon mal sogar irgendwo in Auftrag gegeben oder ging es nur darum, dass wir die bauen können? So, da ist jetzt den Pöller stehen, aber ist ja auch nicht schlimm. Wir können das ja. Du legst die ja vielleicht nachher rüber, ne? Aber rauslegst du es auf jeden Fall auch, das weiß ich wohl. Ja, brauchst noch gar nicht so gierig da reingreifen, noch ist das nicht so weit. Immer eins nach dem anderen. Wo wir gerade dabei sind, begrenzen wir die natürlich auch. Und den lassen wir damit füttern. Ja, ihr wisst doch noch gar nicht, was abgeht. Ist doch gut, das meine ich. Ah, okay. Und Zahnrädchen. Nein, der Daus. Und der wollte dann dafür aber Electronic Circuits haben. Ist schön. Aber nützt nichts, brauchen wir. Also holen wir ihm erstmal irgend so einen Sack voll. Und, diese Handbestückung ist ja echt ätzend, ja. Geht ja gar nicht, ey. So, wo ist das Zeug? So, die will ich haben. Jetzt lassen wir die mal richtig schön laufen, do. Wo sind eigentlich, wir haben davon keine. In dem Fall jetzt ein bisschen doof. Und später ist das auch nicht so verkehrt, sowas zu haben, glaube ich, oder? Mal sehen. Ich werde auf jeden Fall schon mal eine Kiste dafür einrichten. Die machen wir jetzt einfach mal hier hin. Und sagen, oh ja, das passt ja mal, ist ja schön. Pack mir erst mal Zahnrädchen ein. Junge. Pack die Zahnrädchen ein. Ja, du bist zu lahm beim Einpacken. Aber ist erstmal nicht schlimm. Ist erstmal gut, Junge. Muss nicht traurig sein. Kommt nichts mehr, ne? So. Logistikroboter auf jeden Fall, ja. Aber ich brauche auf jeden Fall auch dann diese Kisten. Die brauche ich sowieso dafür, also machst du damit weiter. Wir haben Schaltkreis, wir haben das, wir haben, wie viel haben wir eigentlich? Fünf, nehmen wir die noch mit. Haben wir auch noch ein paar davon. Die sollten wir auch schnellstens durch Elektroöfen ersetzen, dass wir diesen Kack hier wegmachen können. Aber die paar Kohle können sie jetzt noch futtern, ne? Okay. So, was braucht man noch? Ich muss mal einen Blick werfen eben. Wir brauchen Röhrchen. Ja, auf jeden Fall nehmen wir dann ein Röhrchen mit. Machen wir direkt. Für die brauchen wir eigentlich nur die Electronic Circuits und dann halt die Units, die er da von ihm bekommt. Ein paar Zahnrädchen mehr wären nicht verkehrt. Ein paar Röhrchen mehr auch nicht. Nehmen wir uns gleich auf den Rückweg nach oben nochmal mit. Boah, ich habe schon wieder so ein Leck gehabt. Ich habe Angst, dass wir jetzt wieder asynchron sind. Es könnte sein, Leute, es könnte sein, aber es nützt nichts. Ja, der rendert noch im Hintergrund, ne? Ja, ich habe dem gesagt, der soll rendern, obwohl eigentlich. Ach, der ist gerade fertig geworden. Deshalb hat der auch gehakt. Mal sehen, ob er uns da was reingehauen hat. Wir haben ja erst so 10 Minuten aufgenommen, glaube ich. Da mache ich jetzt kein Ändern, ne? Das geht gar nicht. Ich wollte nach oben und ich wollte nochmal Röhrchen mitnehmen. Gibt mir alle, ja, ist okay. Dann brauchen wir jetzt auch noch eine Kiste von wo die Klamotten kriegen, ne? Und jetzt kann ich.
Ja, sowas mag ich ja nicht, ne? Fällt mir gerade mal auf. Ja, sei nicht so gierig. Wir gucken. Wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Folgendes. Du nimmst natürlich von da und von da. Und du machst so. Ich muss gerade echt nachdenken, echt jetzt. So, was habe ich gesagt? Hier nimmst du raus. Ich will, dass du hier rausnimmst. So. Und können wir auch so machen. Ist das jetzt richtig? Ist egal. Du legst rein. Du nimmst hier raus und du nimmst da raus. Und hier kommt zu, damit der nur ein Stack reinkommt. Schön. So möchte ich das haben. Sonst finde ich das am Ende plötzlich doof. Und dann brauchen wir da auch nichts mehr hinstellen. Und das ist nicht über. Aber das können wir natürlich jetzt auch schöner machen, indem man sagt, es könnte so. Das heißt, alles, was wir. So, und hier, du sollst auch nicht leben wie ein Hund. Alles, was wir jetzt zu geben haben. Das waren die, was war das noch? Jetzt bin ich gerade wieder. Oh, alle, ja, gut. Müsstest du nicht eigentlich schon, habe ich dir nicht gesagt. Du, ich hab dir. Ich bin ein böser Bub. Was fehlt dir jetzt noch? Ach, die Röhrchen, natürlich. Entschuldige. Hier. Ich habe da nochmal 50, ne? So. Und schon legt er los und baut uns die kleinen Möttöchen. Und da muss der gleich die großen bauen, sobald er welche bekommt. Das dauert, das dauert. Wahrscheinlich noch länger, ne? Aber es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Wunderbar. Das heißt, sobald der die Kiste voll gemacht hat, nimmt der auch hier nichts mehr raus und dann wird die Kiste auch voll. Das werden nachher Anbieterkisten werden. Und das wird eine Anforderungskiste werden und dann läuft das. So, wie sieht unsere Versorgung aus? Das sieht sehr gut aus. Ausgezeichnet. Ja, mehr wollen wir. Ja. Ich will blaue 150. Wir müssen, wenn wir jetzt gleich runtergehen, direkt auffüllen. Kleinen Puffer haben wir noch. Hier wollte ich nochmal reingucken. 1,8, ne? Das Ding ist voll. Scheint sich auch erstmal alles zu langweilen hier. Warum langweilt ihr euch eigentlich? Ja? Ihr braucht doch gar nicht langweilen hier. Ich nehme euch mal alle ab. Und dann könnt ihr direkt hier. Kannst du den Heizer anschmeißen? Wunderbar. Ich guck mal einmal in die Stromversorgung. Ja. Ja. Können wir gleich weitermachen hier mit Solarzellen und so. Direkt noch so ein Schätzelein aufstellen. Aber ich bin ja jetzt auch langsam heiß auf Roboter, ne? Roboter. Langsam wird's, langsam wird's. Was hatte ich alles vor? Pass mal auf. Oh, das sieht gar nicht gut aus hier. Vielleicht sollten wir die. Oh, Entschuldigung. Ein Hicks. Die Kunststoffanforderungen langsam auch mal erhöhen. Na, ich wollte die nicht. Ich wollte die doch nicht wegnehmen. Das würde ich böse sein. Ich wollte die geben. Wir brauchen unbedingt mehr Kunststoff. Gleich sofort mal Kunststoff holen. Aber, ich wollte, und hier kann ich direkt alle nehmen, nützt ja nichts. Was läuft hier? Was ist hier für ein Pro? Was? Was? Du Scheiße, jetzt kommen die Engpässe. Ich fange an zu heulen. Nein, jetzt geht das los. Hier kommt ja gar nichts mehr an. Ich bin böse. Ne? Warum? Was? Ach, ihr werdet damit nicht fertig.
Daran können wir was ändern. Pass mal auf. Wir lassen das mal kurz billig, aber wahrscheinlich werden wir das sowieso bald updaten. Komm, komm, komm. Mal 3 wird es sowieso werden. Habe ich nicht. Jetzt ja nicht, wir haben alle gelben Ärmchen verbraucht. Das macht mich ja todtraurig, ne? Macht mich ja todtraurig, dass jetzt alle gelben Ärmchen weg sind. Ja. Da machst du nichts. Fließbänder sind ja auch weg. Du legst geschmeidig da auf. Was machst du eigentlich? Ach so, du hast mal gemacht, ne? Ja, die Zeiten sind vorbei, Junge. Bitteschön. Bitte, danke, passt. Habe ich? Ja, ich habe alles weggegeben, ne? Ja, wenn du darauf so gut klarkommst, dann gib her. Sieht ja im Moment eigentlich nur geschmeidig aus. Gucken wir mal, ob wir da. Ah, weißt du was, ey? Nein. Das nützt ja alle nix. Tut einfach. Jetzt haben wir so eine kleine Maschine auch noch auf Tasche. Hilft, wenn man was bauen will. Aber vielleicht war. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Vielleicht war da auch irgendein Research bei, der irgendwie mehr von den Grünen angefordert hat. Ich habe nicht drauf geachtet. Was war denn da jetzt noch zwischen hier? Der war auch mal dazwischen, aber mir ist da auch nichts aufgefallen irgendwie. Weiß ich nicht. Die hatten wir auch erforscht, ne? Ist auch nicht. Nee, dann war einfach zu wenig grün, echt. Jetzt war zu wenig. Und das ist irgendwie. Die lassen auch nichts durch, ne? Oder jetzt so langsam. Ah, jetzt kriegen die auch mal was. Aber die werden sich die nächsten auf jeden Fall auch greifen. Bis die so 4, die haben 2 drin. 2, 1, 2. 2 halten die nur noch vor. Die hatten mal 4 vorgehalten. Aber ist auch nicht schlimm. Ist in Ordnung. Finde ich gut. Ich will dazu sowieso nicht, dass die so viel vorhalten. Dann lassen sie mir auch erst mal spät durch. Aber der ist auch schon durchgekommen, wie wir sehen. Da haben wir schon die hinterste Reihe oder die obere Reihe haben wir schon voll am Laufen jetzt. Und ich glaube, das dauert noch nicht mehr lange. Dann wird der sich auch einschnappen. Dann heißt das eigentlich, dass das so grundsätzlich für den Durchschnittserforschung ausreicht. Mach jetzt, nimm dir auch so was. Schnapp dem nicht alles weg. Wunderbar. Und da arbeiten sie auch wieder alle. Schön. Dann ist auch wieder Druck drauf. Und wie sieht unsere Stromversorgung aus? Das ist ja immer so, jetzt ist ja schon bei 6. Ohohohohoho. Ja, wir haben die Akkumulatoren, die auch noch zur Not was abfangen können, wenn jetzt nachts ist oder so, ne? Aber so langsam, ne, fordert die Anlage auch schon. Das kommt natürlich auch nicht zuletzt durch die Öfen. Die hauen echt rein, die Öfen. Ja gut, was hatten wir gesagt? Solarzellen, ne? So ein paar Solarzellen wären schön, aber so materialtechnisch. Da brauchen wir auf jeden Fall Stahl. Und der kommt hier eigentlich im Moment noch ganz gut zurecht, ne? Da können wir uns da so ein bisschen Stahl abzwacken, können wir einen neuen machen. Da waren aber viel mehr Solarzellen drin, ne? Als 9. Wie viel sind da drin? Das sind 12, ne? 24. Und dann nochmal 8. Also 32 Solarzellen drin. Ich glaube, das müsste man noch irgendwo anders noch sehen, können wir nicht. Ach, hier steht's. 32 Solarzellen, das kriege ich ja jetzt fast gar nicht. Das ist ja
So wenig ist das nicht. Echt jetzt. Oh. Das tut mir echt leid jetzt hier mit dem. Ich hoffe, das kommt schnell genug nach. Eieieiei. Ich werde hier mal eben. Nur damit wir nachher doppelt auflegen, obwohl da von dem, der verdoppelt es eh. Warum verdoppelt der es eigentlich so? Der hat die ganze Zeit gemacht. Versteht das gerade nicht. Ach so, das ist noch die alte Reihe, die da aufliegt. Ja, das ist noch von früher, weil die früher ja vorne aufgelegt haben. Das ist noch nicht verbraucht. Ich setze deshalb erstmal relativ weit oben. Ich weiß noch nicht genau wo. Da hören hier die Dinger auf, da fängt das an. Dann sagen wir einfach mal hier, hier und leg bitte beidseitig auf. Später werden wir das sowieso umbauen. Dann kommt das schon grundsätzlich beidseitig an. Aber da bin ich jetzt auch noch nicht. Das ist noch. Pass mal auf, und du legst quasi da hinten auf. Das heißt, du müsstest das Ganze auf der Seite bekommen, ne? Nur damit das schon mal gegeben ist. Ich glaube. Das ist jetzt doof mit dem Mast hier. Ist der echt da nötig? So, und jetzt holen wir uns mal ein paar Bändchen. Fließbändchen. Braucht man sowieso eigentlich ja fast immer. Und ein paar Knickarme. Ja, ich überlege, ob ich noch überhaupt so viel mit den. Mit denen ihr arbeiten soll. Wieso kommt da eigentlich gerade mal nichts? Ja, der lässt gar keine mehr durch hier, ne? Weil die gerade so schön abgreifen und der kriegt kein Eisen mehr. Okay. Ich verstehe, was du mir sagen willst. Eisen tut Not, will er sagen. Was für Geräusche da draußen? Habt ihr das gehört? Konntet ihr es hören? So, hör mal auf damit. Ich habe festgestellt, das macht hier alles keinen Sinn mehr mit dir rufen. Und wo, wer steht hier? Was soll das? Ich weiß auch gerade nicht, mach so, dann passt der nachher wenigstens da rein. Ich muss mir mal gerade am Ohr jucken. Oh. Tastatur? Ah, jetzt geht's wieder. Gut. Nein, nicht gut. Was habe ich denn hier gebaut? Warum habe ich das? Warum tue ich so? Warum tue ich so? Keiner sagt mir was. Ja. Steht sowieso Kacke. So, mach jetzt hier. Nerv nicht rum. Reichen die langsamen Knickarme auch erstmal. Später, wenn man die hier updatet, dann wenn man da mal meinetwegen diese Speedkarten oder so reinmacht, dann kann das auch schon wieder ganz schön reinhauen. Das Gute an den Öfen ist, dass unsere Pollution dadurch eigentlich erstmal sinkt, aber ich glaube, solange wir mal mit Kohlekraftwerken rumfeuern. Und die sind schon echt voll drin. Die mampfen das Zeug auf. Habt ihr das gesehen? Aber um die Kohlekraftwerke kommen wir im Moment einfach nicht drum rum. Nützt alle nix. Wie viele Solarzellen kann ich bauen? Ich baue einfach schon mal ein paar, dass wir das Material schon mal wenigstens verbraucht haben. Und hoffe, dass das jetzt hier ein bisschen geschmeidiger wird. Aber ich sag mal, durch einen so einen Ofen, da reißt jetzt natürlich auch nichts mit raus, ne? Da waren schon die Akkus drin, ne? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Das waren die Akkus, ne? Ja. Da fingen die Akkus schon an auszuhelfen.
Bald müssen wir auch Türmchen aufstellen, weil wir müssen so was von Solarenergie und Akkus installieren. Ach du Jemine. Wobei Akkus jetzt gar nicht mal so teuer sind, ne? Aber die Solarzellen, die nerven gerade doch ein bisschen. Durch das viele, viele Eisen, was dabei drauf geht. Ja, die nächsten beiden Öfen sind die hier. Wobei das auch nicht schneller dadurch wird, ne? So weit sind wir noch nicht. Apropos schneller, wir könnten ja mal forschen. Ach so, guck mal hier, Blueprints. Ja, nimm ich. Ach ja, nimm ich. Wobei uns das jetzt auch nicht hilft, weil jetzt, wenn da hier diese Packs angefordert werden, wie doof. Warum? Nein! Ach nein! Scheiße, nein! Oh Gott, wir brauchen die Ärmchen, aber sowas von, das ist jetzt echt jetzt ohne die Ärmchen. Was machst du denn hier unten noch? Du kannst zwar irgendwann gar nicht weiterkommen, wenn du nichts mehr kriegst, aber irgendwie bist du echt zufrieden, ne? Oh ja. Alles klar, ich würde sagen, das ist unser nächster Job hier. Das muss hier hinten, müssen wir da ansetzen. Wir müssen da das Problem an den Wurzeln packen und nicht woanders. Und mehr von den grünen Science Packs herstellen. Okay, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich bedanke mich wie immer für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und gebt mir einen Daumen hoch. Ja, das wäre super geil. Oder ein Abo, das wäre auch cool, falls du noch keins hast, ne? Und ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nupsi. Tschüss.